Reisebusse erfreuen sich nicht nur im Urlaub größter Beliebtheit. Reisebusse stehen auch an der Spitze der Verkehrsstatistik, denn sie sind das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Nirgendwo sterben so wenige Menschen wie bei Busunfällen. Mercedes-Benz will die Zahl der tödlichen Verletzungen weiter senken. Ein vollkommen neues Bremssystem soll dabei helfen, der Active Brake Assist. Im Pkw war das hochmoderne Bremssystem schon 350 Millionen Kilometer erfolgreich im Einsatz. Im Actros hat der Active Brake Assist mit smartem Handling überzeugt. Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover präsentierte Mercedes-Benz das intelligente Radarsystem jetzt auch erstmals im Omnibus Travego. So rückt der Traum vom unfallfreien Fahren näher. Busse sind weiterhin die wichtigsten und sichersten Verkehrsmittel. Dennoch gibt es noch Auffahrunfälle. Wir werden diese Anzahl von Auffahrunfällen aber drastisch reduzieren mit dem Active Brake Assist und Unfälle vermeiden oder deren Unfallfolgen verringern. Der Travego setzte schon immer auf Sicherheit. ESP, Spurassistent und Abstandsregeltempomat machten ihn zum Safety Coach schlechthin. Der Active Brake Assist soll seine Sicherheit jetzt noch einmal massiv erhöhen helfen. Der Active Brake Assist denkt mit. Er wertet die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Objekt aus und kann dann lange vor dem möglichen Auffahrunfall bereits den Fahrer warnen und dann entsprechend seine Bremsungen durchführen. Und so funktioniert der Notbremsassistent. Sogenannte Radarkeulen messen ständig den Abstand zwischen dem Bus und Autos, die vor ihm fahren. Ebenso wird die Geschwindigkeit erfasst, mit der beide Autos jeweils fahren. Die Radarsensoren erkennen in einer Breite von 3 Grad andere Fahrzeuge, die sich bis zu 150 Meter vor dem Bus befinden. Kommt der Bus dem Auto zu nah, leuchtet erst ein Warndreieck auf der Konsole auf. Verringert sich der Abstand weiter, ertönt ein Warnzeichen. Reagiert der Fahrer nicht, so bremst der Active Brake Assist ein wenig mit einer Bremsleistung von 30%. Droht ein Zusammenstoß, dann kommt automatisch die Vollbremsung. Bremsleuchten, Blinklichter und Warnblinkanlage schalten nacheinander sofort an, um auch Auffahrunfälle zu vermeiden. Fahrer und Fahrgäste bleiben weitestgehend unverletzt. Und auch die passive Sicherheit im neuen Travego steigt. Durch den Front Coalition Guard. Er schützt die Insassen mit speziellen Crash-Elementen. Kommt es zum Frontalzusammenstoß, so verschiebt sich der Fahrerplatz samt Lenker, Pedalen und Sitz nach hinten und vergrößert den Raum zum Überleben um wichtige Zentimeter. Der Front Coalition Guard ist die Ergänzung zum Active Brake Assist. Alle Teile, die hier farbig markiert sind, gehören dazu. Das ist die verstärkte Struktur, die uns im Falle eines Auffahrunfalles deutlich mehr Sicherheit gibt und damit den Fahrer und Beifahrer deutlich mehr schützt. Von der IAA ist der Travego optimistisch in die Zukunft gestartet. Denn schon bald soll der Premium-Reisebus-Hochdecker mit dem Active Brake Assist in Serie gehen. Mehr Vorfahrt für Sicherheit im weltweiten Straßenverkehr.